weiter geht's heute im DFB-Pokal natürlich nicht, aber im Ligabetrieb. Und wir spielen heute weiter bei FIFA hier und treffen heute auf den KFC Uerdingen. Ich denke mal, das wird ein Heimspiel sein. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Kann aber das Auswärtsspiel sein. Ich glaube, das ist das Auswärtsspiel. Okay, gut. Ja, Felix Platter hat sich leider im letzten Spiel verletzt, auf diesem 4:3 gegen den FC Augsburg. Aber wir haben ja mögliche Ersatzspieler. So, Lukas wird jetzt erstmal reinrutschen als Stürmer davon, als Stürmer, den brauche ich auf jeden Fall. Der ja das Siegtor gemacht hat in Augsburg hier in der 115. Minute. Gut, der Elfmeter zum 3:4 war nochmal unnötig. Aber letztendlich hat das dann nicht beeinflusst, dass wir dann weitergekommen sind. Aber das ist trotzdem, dieses Spiel war nicht ohne. So, und ich muss jetzt tatsächlich mal ein bisschen durchwechseln, weil irgendwie ist meine Mannschaft so ein bisschen angeschlagen. Und bevor ich jetzt hier den nächsten verletzten Haufen habe. Ich muss bleiben. Lukas muss bleiben. Ja, ich hätte tatsächlich noch. Ich muss ja tatsächlich jetzt gucken, dass ich mir immer noch. Habe ich noch Spieler? Ich muss jetzt noch einen rechts aus, dass die Jugend holen. Dann hole ich mir den hoch, einen Innenverteidiger und einen Linksverteidiger. Okay, dann muss ich das machen. Sorry, Leute, dass ich das jetzt gerade ein bisschen voreile, weil so kann ich mir nämlich noch. Die Frage ist, wen haben wir aus dem Jugend, aus der Jugendmannschaft? Ne, warte mal, wo war das hier? Mannschaft? Sorry, Zentrale. Entwicklung. Aber keine Spieler aus der Jugend da, die man mal hochziehen kann? Jugendakademie, hier. Gut. Da ist tatsächlich nicht so wirklich was dabei, was ich mir jetzt erwarten könnte. Aber ich brauche definitiv. Oh, hier noch einer. So, dich zum Profi befördern. Ach, schade, ich bin das doch zu jung für die erste Mannschaft teilweise. Okay, dann müssen wir das ein bisschen anders bauen. Ja, das ist halt nicht anders machbar jetzt gerade. Wir spielen beim 11. Kampf der Uerdingen, können uns tatsächlich weiter eine Niederlage erlauben. Das wäre nicht das Tragische. So, dann gehen wir mal wieder rein. Gehen ins Teammanagement. Oder Management, wie auch immer. Weil ich muss tatsächlich ein bisschen durchwechseln. Bostorn kann spielen. Ich weiß, dass er jetzt als Linksverteidiger spielt, eher. Das ist mir ja ziemlich bewusst, aber ich habe jetzt mal ein bisschen wechseln müssen. Aber ich kann ja links spielen lassen vorne. Mal spielen lassen. Man muss es halt so. Ich muss es jetzt mal. Ich muss mal ein bisschen rotieren gerade. Das geht nicht anders. So, mal gucken, du als Offensiver eher ein bisschen was kannst. So, ich muss halt jetzt ein bisschen umbauen. Als. So, dann gehen wir mal ins Spiel.
So, okay. Legen wir mal los. Der große Moment ist da. Und da Ein sind einige Spiel der Jungen. ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. So. Die Düsseldorf Arena begrüßt Sie heute mit jeder Menge Schnee, liebe Zuschauer. Und auch wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Das ist die heutige Aufstellung Ja. des KFC Uerdingen. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und Ich zwar muss aus mal dem tatsächlich mal. Mittelfeld. Ich glaube, ich werde tatsächlich sogar noch Spieler holen, die auf der Dingsliste stehen. Drei Spielerliste stehen, damit wir einfach ein bisschen Ersatz haben. Naja, gucken wir dann einfach mal. Ja, Pokal-Halbfinale. Das ist erstmal das Ziel, das haben wir in der letzten Folge erreicht. Ah, der Ball war nicht gut. In diesem Spiel feiert ein 17-Jähriger sein Debüt bei den Profis, und das auch noch gleich in der Startelf. Vielleicht ist das harter Schuss. Da komme ich überhaupt nicht in den Zweikampf rein. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Und Uerdingen hat die erste große Chance hier in Führung zu gehen. Großkreuz ist tatsächlich gar nicht im Finale, im Kader, weil der eigentlich auch dabei wäre. Normalerweise in Uerdingen. Wobei der jetzt in Dortmund seine Karriere ja beendet hat. Und in die Amateurliga nach Dortmund, in Dortmund der Amateurliga wechselt. Kolja Pusch. So. Sie geben den Ball ab. Ja, wir müssen wahrscheinlich das eine oder andere Spieler noch verpflichten, der auf der freien Spielerliste steht, um halt. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten. Ziemlich Beton an. Ja klar, wir rühren den Beton an. Ich komme aber auch nicht rein, nicht wirklich durch oder nicht rein. Er spielt natürlich auf einer hohen Position, Buschi. Ja, kennt man so eigentlich gar nicht, aber wenn wir uns seine Leistungen anschauen, das klappt richtig gut. Ja, es klappt hervorragend, und daran merkst du, was für ein Spiel. Und dann ist es Gabula. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Leider nicht ganz gemacht, das Tor. Ja, ich muss notgedrungen jetzt natürlich noch einen Linksverteidiger verpflichten. Also ich sprich das ja. Gucken, was wir da noch was da haben. Ich hoffe, dass er. Und damit sind sie am Ball. Okay, er pfeift gar nicht ab. Er pfeift sich Sting nicht ab. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, das könnte gelb, könnte rot geben. Der wird jetzt wahrscheinlich hier rot ziehen und dann gelb in der. Ja. Gelatrot, Pieper. 23. Minute. Das macht unsere Sorgen nicht ganz einfach. Man muss es so sehen, es ist tatsächlich die richtige Entscheidung. Ach, scheiße, das fängt doch schon wieder gut an, ey. Gut, Lukas hat schon gelb gesehen. Der ja, ich muss jetzt gucken, was ich jetzt da probiere. Ich habe jetzt leider kaum noch Alternativen auf der Bank sitzen. Das heißt, Dragovic muss jetzt, ich muss jetzt meine Stamminnenverteidigung bringen, die jetzt beide. Die Sitte. Jetzt kommt hier der Wechsel. Ja, ich muss es halt. Ich muss die Innenverteidigung zukriegen. Mertjan wird geopfert. Tut mir jetzt natürlich ein bisschen weh, aber ist es halt einfach passiert. Das ist die richtige Entscheidung, weil er letzter Mann war. Und Latte. Gewisserweise Renault war es. Jetzt kommt die Ecke. Ah, da ist das Tor, aber da machen sie es ihnen zu einfach. Das nutzt er eiskalt.
Lukinja. Also Lördingen und irgendwo hat sich das jetzt abgedeutet. Also wir kommen jetzt momentan überhaupt nicht in die Anfangsphase rein. Da bedankt er sich und muss eigentlich gar nicht mehr viel machen. Ein Tor, wie man es auch nur ja. sehr selten sieht. Alles frei. Alles Bella Kotschap hat sich da ziemlich blöde angestellt, muss ich sagen. Und so, da hätten wir also das 1:0. Ja, mal gucken, wie die zweite Halbzeit läuft. Kann man wieder wie gegen Augsburg zurückkommen? Oder gibt das heute tatsächlich die dritte Saisonniederlage? Zwei haben wir ja mittlerweile. Ja, da ist Platz jetzt. Mamba. Ja, da kommt aber auch keiner mit in die Situation. Doch, da kommt einer, aber die Verteidigung der Oerdinger stehen da richtig gut. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ah, scheiße. Ahnt hier diesen Pass. Sehr gut gelöst. Die Rüstung. Sie kommen, sie versuchen es. Ja. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Jetzt! Jetzt, Mama! Sie geben nicht auf. Yes. Nur noch zu 10 sind sie. Aber das ist ihnen egal. Ausgleich, da ist das Tor. Sie sind wieder da. Eins zu eins der Ausgleichstreffer. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da oh, das war vor allem nicht nur Gedanken. Nicht nur gedankenschnell, das war wichtig. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. So, schauen wir mal, wie die jetzt noch ein bisschen dranbleiben. Vielleicht das Spiel doch noch irgendwie drehen oder so. Aber ich mal gucken, was halt voll noch möglich ist. Wie gesagt, normalerweise können wir sogar, könnten wir uns einen Ausrutscher erlauben. Keine gute Verteidigung. Aber ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. So eher du Planungssicherheit für die neue Saison hast, umso eher hast du in Wirklichkeit auch Spieler natürlich zu verschichten. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Aber gucken wir mal, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ach, scheiße. Ja, ich komme aber auch nicht in Sitte. In die Chance jetzt. Oh, das ist gefährlich, wie er hier reingeht. Büroso, der macht aber ziemlich was. Egal, aber hat funktioniert. Ah, die Fans wollen gerade den Elfmeterpfiff. Klar wollen die den Elfmeterpfiff. Da hat er nur noch den Torhüter vor. Gan. Wula. Führung, das ist es. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die sind nur noch zu 10. Aber sie kämpfen, sie versuchen viel. Und dafür werden sie belohnt. Drin das Ding. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Yes. Der Abwehr, keine Chance. Tor für Schalke 04. Die Nummer 19. Silver Gandula. Ist auch Tor Nummer 14 jetzt mittlerweile schon viel sein. Haben wir durch Gang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Also hier sprechen alle über den Aufreger der ersten Hälfte. Das wollen wir auch kurz tun. Buschi? Ja, also mit dem Platzverweis hat der Spieler seiner Mannschaft natürlich einen Bärendienst erwiesen. Das ist keine leichte Aufgabe jetzt. Ja, und aus diesem Platzverweis ist tatsächlich auch der Rückstand passiert. Aber momentan geht's. Wir führen 2-1. Hier vorne die Führung müssen sie jetzt 45 Minuten verteidigen. Nö, wir verteidigen sie nicht. Wenn sie jetzt funktioniert, dann... Ach, gehst du da mal bitte mit? Da vorne? Komm. Ah, das ist zu lange. Nicht gut vom Verteidiger. Ah, zumindest die Ecke noch rausgeholt. Ecke kommt. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Schade. Das wäre ein bisschen was einfacher gewesen. Ja. Leider nicht ganz. Das Warten auf seine Entscheidung hat ein Ende. Demnächst läuft er für den FC Liverpool auf. Das müsste Davidson Sanchez sein von Tottenham nicht. Ja, doch Tottenham. Bitte Tottenham. Ich glaube Tottenham ist es. Ein Verteidiger. Okay, dann haben sie den jetzt geholt. Okay, aber ist jetzt... Voll der Push. Ah, schade. Das ist momentan noch mehr auch wieder die Griffe dazu fehlen zu viel. Geht darüber an den langen Pfosten. Ja, gut gelöst. Ah, klasse geklärt.
Und wieder. Flanke kommt. Schuss kommt nicht durch. Das gibt Elfmeter. Chance, den Ausgleich zu machen. Chance, wieder reinzukommen in dieses Spiel. Und dann Matei, der macht wieder einen Fehler. Und es gibt Elfmeter. Und ja, es ist auch wieder die richtige Entscheidung. Aber den, sagt Renault, geht nicht an mir vorbei. Erstmal ein bisschen Ruhe reinkriegen in dieses Spiel. Momentan gefällt mir das überhaupt nicht, was wir so ein bisschen zusammenstellen. Auch schon, gegen Augsburg ging es gerade so noch gut. Hier führen wir 2-1. Ich muss mal gucken, dass ich definitiv nochmal Nachschub an Spielern bekomme. Er setzt die Grätsche an, auch bei diesen Bedingungen. Und nur das, obwohl er gelb hat. Da muss ich echt aufpassen. Passt du an. Gambula. Oder Benitez, der Junge. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt hat er ein Ball gespielt. Gut gemacht, Mamba. Tja, wo ist die Lücke? Mamba! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und das war gar nicht so unwichtig, dieser Ball, weil. Das war gar nicht so unwichtig, der Treffer jetzt. Dass er jetzt den ersten Verteidiger, den zweiten Verteidiger aufstellen und der dritte kommt gar nicht ins Spiel. Hier nochmal dieser Treffer. Na, kann ich was für den Keeper? Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. 3-1 heißt es also jetzt. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Beide wollen natürlich diesen Ball. Was soll? 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Gambula. Jetzt geht er im Tempo auf Joe. So langsam wird es gefährlich. Oder Joe heißt er ja. Er zieht ab. Und fast uns am ersten Tor. Ecke. 17 Jahre jung. Die Ecke kommt. Ecke kommt weit davon. Jo, der hat das Ding ein bisschen im. Ah, das war halbherzig. Ah, das war nicht gut. Und die Balleroberung, wichtig. Ja, die Flanke kam nicht gut durch, aber er macht zumindest ein bisschen Betrieb jetzt gerade. Er überzeugt heute als Passgeber. Das könnte eine Gelegenheit werden. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig Mamba. Präzision gefehlt. Benitez. Und jetzt geht der Junge wieder. Den Dollar. Schuss. Ha. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Chance zum Konter jetzt. Ja, ich versuche da hinten nochmal ein bisschen Betrieb zu machen jetzt. Schöner Steilpass. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Die Flanke wird vom Verteidiger und der wird abgeblockt. Super Konter. Du kennst ja 1-0 Torschütze. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Klasse Pass! Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Da, ich hatte ein bisschen zu früh. Bisschen zu früh gespielt. Sehr guter Einsatz, genau richtig geteilt. Schade. Sieht gefährlich aus. Dem Albutat. Weg ist der Ball. Das ist der Schlüssel. 3-1. Yes! Der Gäste. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende. So gerade noch. Jetzt müssen Sie aufpassen. So, ja, nach der roten Karte aber trotzdem das Ding irgendwie noch nach Hause gefahren. Aber es war der erste Platzverweis in der Saison. Wir haben jetzt, glaube ich, Spieltag Nummer 22, 23, irgendwie so ein Dreh rum.
Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Ja, die nächste junge Talent. Ja, wenn ich ehrlich bin, wir müssen. Das war heute auch viel wieder Kampf mit dabei, aber da war wieder viele Fehler drin. Ah, Sperren. Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich jetzt von den noch ein paar Positionen hole. Oder ich kann noch mal noch das ein oder andere. Oder ich muss noch mal gucken, dass ich jetzt noch mal einen Spieler zurückhole. Na, das wäre wirklich die einfachste Option, verliehene Spieler zurückzuholen auf Armeer. So, die Frage ist, was brauchen wir? Also einen Linksverteidiger auf alle Fälle. Na, er fällt ja jetzt natürlich jetzt erstmal eine ganze Weile aus, der Pieper. Und Dings auch. So, also auf jeden Fall mal gucken, dass wir definitiv den Verteidiger holen. Das ist mir schon klar. Ja, Linksverteidiger, Entschuldigung. Linksverteidiger definitiv. Rechts außen hast du jetzt eine mögliche Option. Links hast du eine Option. Ja, definitiv auf jeden Fall. Ich denke, dass wir da jetzt noch einmal nachrüsten werden. Also zumindest für die linke Seite mal nachrüsten müssen. Gut, Pieper war jetzt erstmal nur Ersatz, aber das ist natürlich jetzt alles andere als gut, was er sich da eingehandelt hat. Na, gucken wir mal, was wir holen können. Definitiv auf jeden Fall nochmal ein Ersatz. Backup für die linke Verteidigung. Da holen wir einen unserer Spieler zurück. Oder wir gucken, dass wir... Ja, ich habe ja zwei Verteidiger verliehen. Ja, ich muss halt leider, ne? Jonas Karls zurückholen. Zwei junge Talente mit, die gebe ich mal die Nummer nur ein bisschen höher. Aber die Frage ist, wen würde ich jetzt versuchen, noch da vorne reinzustellen? Kutucu behalte ich jetzt erstmal, der hat sich jetzt ein bisschen gesteigert auf 70. Sehr gut. Ja, und den besten McKenny werde ich definitiv zurückholen. Der muss definitiv, brauche ich auf jeden Fall zurück auf bei uns. Sorry, aber da habe ich zumindest eine Alternative für ihn, für die Position. Tut mir leid jetzt auch für Juve, dass ich den jetzt natürlich zurückgeholt habe hier. Leider für Joe, dass er jetzt erstmal raus ist, erstmal. Ja, so geht's. Denke ich mal, dass wir das so als Backup machen. Dann muss ich gucken. Ich gucke jetzt mal, wenn ich da verpflichten kann. Zumindest von der Dingsliste. So, Spielerliste. Mal gucken, wer überhaupt so drauf ist. Ja, Bosejua, ehemaliger chilenischer Nationalspieler. Spieler, ja. Dann werde ich mal zumindest mal für ein Jahr verpflichten.
Ja, da sind viele Spieler aus Indien und so drauf. Ah, schade, ist keiner. Ja, einen werde ich mir jetzt versuchen noch zu holen. Ich meine, 36 Jahre alt, aber das ist zumindest keine Gefahr, der da. Der mir wehtun könnte. So, zumindest kommt da, würde ich den jetzt. Karriere nicht mehr, nein. Nein. Wir machen nämlich jetzt Feierabend. Wir sitzen in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Spiel gegen Kaiserslautern.